Hallo Leute, dieses Mal zeige ich euch die Unterschiede auch von der Standard PS4 und der PS4 Pro. Ihr seht schon, wir haben beide Geräte mal aufgestellt. Das erste, das auffällt, die PS4 Pro ist ein bisschen größer. Wir gehen nochmal näher ran jetzt natürlich, dass ihr das schön seht. Also hier von oben nochmal, von der Seite. Der Höhenunterschied sind ein paar Millimeter nur. Generell ist der Kasten der Pro ein bisschen größer, aber nicht ausschlaggebend. Der wichtigste Unterschied ist natürlich, dass die Pro ungefähr die doppelte Leistung hat zur Grafikwiedergabe. Merken tut man das in den Spielen vor allem, wenn man auf 4K umstellen kann. Wer so einen Fernseher noch nicht besitzt oder Monitor, genießt bei manchen Spielen erhöhte FPS-Raten, also mehr Bilder pro Sekunde, was das Spiel etwas flüssiger erscheinen lässt. Weitere Unterschiede, ihr seht es optisch auch hier schon. Die alte PS4, erste Generation, hat hier eine Klarlackoberfläche. Die ist leider für Kratzer ziemlich anfällig. Das macht die PS4 Pro anders. Und zwar gibt es hier so angerautes Material, besser was Kratzer so angeht. An der Vorderseite hat die Pro zwei USB-Anschlüsse. Das hat die Standard 4 auch. Die Standard 4 hat ihre Lichtleiste hier entlang. Bei der Pro ist die Lichtleiste hier integriert. Hier habe ich die Konsolen nochmal für euch gefilmt beim Datenübertragen. Da standen sie zufällig nebeneinander. Die Beleuchtung ist gerade leider nicht so optimal, aber ihr könnt erkennen, was ich euch zeigen möchte, und zwar mit den Lichtleisten. Nämlich die PS4 Pro hat sie hier unten und die Standard PS4, die ältere, hat sie hier oben. Weitere Unterschiede, das Standardmodell der ersten PS4 hat eine Festplatte von 500 GB, die Pro hat 1 TB, also 1000 GB. Ansonsten gibt es auch Unterschiede beim Controller. Wir haben hier mal den alten Controller und hier ist der Controller von der PS4 Pro. Also es sind beides DualShock 4 Controller. Der Unterschied besteht darin, dass der Pro Controller hier und hier hinten so ein bisschen andere Materialien verwendet hat. Hat übrigens auch der Controller der Slim. Die sind ein bisschen widerstandsfähiger im Vergleich zum Controller der ersten PS4-Generation. Des Weiteren hat der Pro Controller hier so eine Lichtleiste eingebaut. Ich drücke mal drauf. Ah, Entschuldigung, falscher Knopf. Ihr seht's, hier ist so eine Lichtleiste drin. Das hat der Standard PS4-Controller nicht. Der leuchtet nämlich nur hinten. Also hinten leuchten sie so beide. Aber vorne drauf, das macht nur der Pro Controller. Ja, der Unterschied zu den Controllern noch. Ansonsten, für wen eignen sich die Konsolen? Also die erste PS4 ist halt mittlerweile deutlich günstiger erhältlich. Vor allem gebraucht für ungefähr 150 Euro, 140 Euro. Die Pro kostet derzeit, wir sind jetzt gerade im November 17 beim Drehen, gebraucht auch noch gut 300 Euro. Im Angebot kriegt man sie manchmal auch neu für 300. Also so 300 bis 350 Euro muss man für die Pro investieren. Ist ungefähr das Doppelte von der Standard PS4. Daher, natürlich, wer schon eine PS4 hat, ob sich für den das Upgrade lohnt. Wenn er 4K hat, denke ich schon. Wenn er kein 4K hat, also nur ein Standardfernseher mit 1080p Full HD, muss das Upgrade nicht unbedingt sein. Ich habe es trotzdem mitgemacht und erhoffe mir einfach flüssigeres Spielen, keine Frame Drops mehr. Ja, das zu dem kurzen Vergleich der beiden Konsolen. Weitere Videos findet ihr in unserem Kanal genügend noch und ja, schaltet demnächst wieder ein. Bis bald.